Verdis Troubadour ist ein echtes Nachtstück. In diesem Stück ist alles finster. Der Krieg, die Leidenschaften, sogar die Liebe ist meistens dunkel und zerstörerisch. Verdi zeigt uns das typische Liebesdreieck der italienischen Oper. Sopran und Tenor lieben sich, aber der Bariton drängt sich dazwischen. Die Hofdame Leonora hat sich beim Turnier in einen unbekannten Ritter verliebt. Es ist Manrico, Troubadour und Rebellenführer. Aber auch Graf Luna, Manricos Gegner im Krieg, liebt Leonora mit zerstörerischer Leidenschaft. Er kann sich nicht damit abfinden, dass sie einen anderen liebt. Noch eine vierte Figur kommt dazu, Azucena, eine Zingara, also eine Angehörige der Roma-Minderheit. Sie ist, so scheint es jedenfalls am Anfang, Manricos Mutter. Azucena erzählt eine fürchterliche Geschichte. Ihre Mutter wurde 20 Jahre zuvor von einem rassistischen Mob verbrannt, weil sie der Hexerei verdächtigt wurde. Um sie zu rächen, hat Azucena das kleine Kind des alten Grafen Luna entführt und ins Feuer geworfen. Leider ist ihr dabei ein Fehler passiert, denn statt des Grafenkindes hat sie ihren eigenen gleichaltrigen Sohn verbrannt. Also ist Manrico, den sie dann als ihr Kind aufgezogen hat, in Wahrheit der Bruder seines Rivalen Luna. Manches in dieser Handlung erscheint verworren, schwer nachvollziehbar, aber wenn man sich überlegt, woher diese Figuren kommen, wie diese Gesellschaft aussieht, die bestimmt ist von Gewalt und Rassismus, dann kann man sich plötzlich wieder einfacher in diese Figuren reinversetzen, weil man merkt, dass sie in einer Ecke stehen, aus der sie überhaupt nicht rauskommen. Verdi hat sich auch für Einzelheiten der Handlung weniger interessiert als für die Emotionen, die er dazu benutzt, eine möglichst leidenschaftliche und innige Musik zu komponieren. Es ist wirklich interessant, weil Verdi hat natürlich immer nach Wahrhaftigkeit gesucht und hat also insofern versucht, die Musik in den Dienst natürlich seiner Librettos oder der Librettos zu stellen. Er hat übrigens einen interessanten Satz gesagt, man sollte das Wahre nicht kopieren, sondern erfinden. Und das ist natürlich für einen Komponisten auch, sagt natürlich etwas, dass er sich also Gedanken macht, wie er das dann also in eine musikalische Form umsetzt. Die entfesselten Leidenschaften im Troubadour gehen über unsere alltäglichen Erfahrungen natürlich weit hinaus. Man kann sagen, zum Glück. Trotzdem ist die Geschichte nicht unglaubwürdig. Sie erzählt von Menschen, deren Wunsch nach Liebe oder Rache so übermächtig ist, dass sie jede Kontrolle verlieren. Gefühle zählen für sie sogar mehr als ihr Leben. Das ist so radikal, dass man sich der Kraft dieser Story nicht entziehen kann. Star-Tenor Enrico Caruso hat mal, ich habe gelesen, dass er sagte, dass man kann nur Trovatore besetzen mit den vier besten Stimmen auf der Welt. Also natürlich, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber also diese vier Partien sind technisch also echt der Wahnsinn. Also die sind alle vier so ein Hochseilakt und man muss immer super konzentriert sein. Aber für mich gibt es eigentlich eine gewisse Befreiung in dieser Hochemotion, weil ich so konzentriert bin auf die Figur, dass ich bin ein bisschen befreit technisch. Ich muss nicht so auf diese Gratwanderung denken. Starre Architektur, aber ich finde, dass gerade dieses Unerbittliche und Leere, wenn man er schreibt ja neben diesen Dreiertakten sehr oft auch sehr wilde und schnelle à la Breve Taktarten, wo er so badim,
zum Beispiel so eine Phrase. Ja? Da hat man einen großen Bogen und das Ganze ist wahnsinnig aufgewühlt und darauf, aber man muss darauf achten, dass die Artikulation, also das ist wie bei der Sprache, wie man das wirklich dann darstellt, dass hier diese Vehemenz einerseits drin ist, dass aber auch natürlich die Strenge nie verloren geht. Also man darf nie nachgeben. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Rezept und das Geheimnis seiner Musik. Die Uraufführung 1853 war für Verdi ein riesiger Erfolg. Spätestens ab da war er ein international durchgesetzter Komponist. Er selbst hat über den Troubadour den schönen Satz gesagt: Wenn du nach Indien oder ins Innere Afrikas fährst, wirst du den Troubadour hören. So durchgesetzt waren diese Melodien damals, so verbreitet sind sie bis heute. Sie müssen für den Troubadour nicht so weit fahren, es reicht ein Besuch im Nürnberger Opernhaus.